Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Unturned. Oh. Ist mir noch nie passiert, dass ich das Falsche gesagt habe. Ich sage nämlich immer Untouched. Aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum. Also, herzlich willkommen hier bei Unturned. Und wir haben uns gedacht, wir machen in dieser Folge mal so eine kleine Baurunde. Denn wir müssen hier unser Lager ausbauen. Und da können wir euch auch zeigen, wie man hier baut. Ich habe halt so einen komischen Ton. Was war denn das? Piep, der Generator. Piep, piep, oder? Piep. Ach nee, piep. Hier piept aber nichts. Na. Hätte ja piept. Also gut, wir. Ja, bei mir piept es nicht mehr richtig. Ich würde sagen, dann müssen wir erstmal Holz sammeln, oder? Haben wir noch genug? Nein, ich denke nicht, weil. Allein diese Deckenplatten, die brauchen schon etwas mehr. Als die auf dem Boden. Ich habe vielleicht noch welche in der Kiste. So Deckenplatten. Sind das Deckenplatten oder sind das Crown Plates? Das sind Crown Plates, also nicht Foundation hier, wie die hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe bis jetzt noch keine Kettensäge gefunden, aber meine Kumpel, der hatte die schon. Eine Kettensäge? Ja, die man halt auch mit Benzin nachfüllen muss. Ich würde ja eigentlich gerne auch noch eine. Ich wollte ja eigentlich gerne mit euch nochmal einen Ausflug machen zur Militärbase, damit ich mein Zeug wieder bekomme. Aber es wird nicht da sein. Ja, mein Enox will nicht. Wir können das gerne machen, aber es wird wahrscheinlich nicht da sein. Keine Crown Plates mehr. Na, dann fehlen mir halt ein paar Bäume. So sieht so ein Baum aus. Und wenn er umfällt, dann gucke ich mal schnell nach oben, dann könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Oder wir gucken uns gleich mal an, wenn Nenox einen Baum fällt. Für die Ground Plates braucht man, glaube ich, Frames und Plates aus Holz. Oh, hier sind Pale Berries. Wissen wir gerade. In der Nähe von unserem Haus. Hast du sie gegessen? Nein. Das sind, glaube ich, die, die Radioaktivität auffüllen. Ach da, ich sehe dich. Das sieht nämlich ziemlich lustig aus. Mal das Ding aus der Hand nehmen. Fällt noch mal ein Baum, dann mache ich noch einen Screenshot. Lustigerweise ist die Taste, mit der ich den Screenshot mache, auch die Taste, die das Menü vom Spiel ausschaltet. Fällt mal den Baum. So. Müsste jetzt eigentlich geklappt haben. Schätze ich mal. Das war nicht das, was ich wollte. Das war das, was ich wollte. Der Baum hier ist ziemlich fett. Der besteht nur aus Stamm. Also geht das viel schneller. Mit einer Kettensäge geht das dann noch schneller. Mit einer Motorsäge. So, es ist. Es gibt hier so verschiedene Aufgaben, die ihr. Also, es gibt so Errungenschaften, die ihr erreichen könnt. Und eine davon ist zum Beispiel, da hinten seht ihr eine Brücke, die einmal quer hier rüber geht und ziemlich weit am Horizont verschwindet. Da ist eine der Herausforderungen, dass ihr möglichst weit auf diese Brücke hinauslauft. Beginnt ungefähr da. Seht ihr diesen kleinen Punkt in der Mitte? Hier beginnt es ungefähr und führt dann nach da rüber. Muss man sich so ein bisschen durchkämpfen, ist nicht ganz so leicht, aber auch nicht schwer. Und da bekommt man eine Errungenschaft. Und wenn ihr Schach spielt, bekommt ihr auch eine Errungenschaft.
nur ein Schachbrett finden. Die Sonne geht aber, glaube ich, nicht bei allen. Und die Sonne geht wieder unter. So, ich muss jetzt mal abladen gehen. Ich habe das Gefühl, dass der Tag länger dauert, dass der Tag kürzer dauert wie die Nacht. Ja, also das Spiel wirkt zuerst so ein bisschen grobschlächtig und ein bisschen uninteressant, weil die Grafik nicht so toll ist, aber beim Spielen macht es echt Spaß, weil das ist auch ziemlich, ja, das Spiel kann ziemlich viel, dafür, dass es erst vor ein paar Wochen rausgekommen ist und, ja, eigentlich noch in der Early Access ist, muss man ehrlich sagen, dass es ziemlich viel kann. Und auch schon viel drin ist. So wie baut man jetzt nochmal diese Kisten. Also kannst du schon mal damit anfangen, die Holzstämme immer weiter zu verarbeiten, bis du diese Platten hast. Ach, das zeigen wir euch jetzt mal mit dem Craften, ist nämlich nicht so leicht. Als ich das erste Mal, oh, ich muss auch abladen. Als ich das erste Mal gemacht habe, bin ich da dann so ein bisschen verzweifelt. Denn das ist sehr kompliziert. Da ist unsere Hütte. Ach, bist du unten? Ja. Du, di, du, di, du, di, du, di, du, di, du. So, jetzt müssen wir gleich ein kleines Experiment machen. Ich zeige euch jetzt mal die Crafting Guide. Die ist allerdings über Steam. Und das ist ja dieses Zusatzmenü, was ihr einblenden könnt. Und ich weiß nicht, wenn ich das jetzt aufrufe, ob Fraps das mit aufzeichnet. Müsste es. Das ist jetzt so ein kleines Experiment. Ich erzähle euch was. Ansonsten weiß ich, wie das aussieht. Ihr seht, dass mein Cursor wild durch die Gegend zuckelt, ohne dass ihr seht, was ich mache. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Inventar. Gucken, wie viel Platz ich noch habe. Ach, Platz habe ich noch ganz viel. Wir gehen auf Crafting und nehmen hier die ganzen Logs. Die legen wir hier rein und ihr seht, wir bekommen Boards. Muss mal alle umarbeiten. So, dann legen wir die Boards hier rein und dann bekommen wir hier schon mal Wooden Plate. Brauchen wir Wooden Plate oder? Wir müssen jetzt erstmal Wooden Platform machen. Brauchen wir drei Wooden Plate und eine ein Kreuz. Okay. Also schickt es das hier schon zu bauen. Schickt das mal vollkommen. Ich mach mal ganz viele von diesem Plate. Jetzt machen wir die. Jetzt machen wir diese anderen Dinger. Und zwar legt ihr Sticks hier rein, da bekommt ihr Wooden Support. Alle Sticks da rein. Nochmal Wooden Support. Ein Stick bleibt immer übrig, komischerweise bei mir. Könnte aber auch sein, dass es Zufall ist. Ja, es ist so. Was? Wo sind die Dinger denn jetzt hingefallen? Auf dem Boden. Ach, der hat hier wieder falsch gesteckt bei mir. Hast du jetzt alle aufgesammelt? Weil wenn ihr craftet und ihr habt keinen Platz mehr, dann... lässt ihr das einfach alles fallen. So, wir nehmen diese Wooden Support Teile. Jetzt hast du mir, glaube ich, ganz viele weggenommen. Kann das sein? Ja. Dann kann ich gar nicht vorführen. Na, vielleicht kann ich es einmal vorführen. Die legt man hier rein oder bekommt ihr so einen Wooden Cross? Ich glaube, zwei Stück werden immer verbraucht. Ja, zwei Stück konnte ich machen. Und dann legt man diese Wooden Cross hier rein und eine Wooden Plate und dann bekommt man hier eine Wooden Platform. Und das sind die Grundplatten, mit denen man auch das Dach hier bauen kann.
Ich habe oben auch eine Leiter, also nicht zubauen, ne? Eins muss offen bleiben. Von hier unten kann man das Dach gar nicht setzen, gell? Ja, ich hol mal die Leiter. Oh doch, jetzt habe ich es gefunden. Wie kommt Aber man nur eins setzen. Wo kommt man hin? Nirgends. Ja, eins kann ich setzen, oder? Müsste ich eine Leiter holen. Kann ich eine Platte setzen? Ja, aber nur eine. So. Weil ich möchte hier eine mit einem Loch machen, wo man mit der Leiter hochkommt. Dazu brauche ich einen Wooden Frame und halt Plates. Ne, eine Plattform und einen Wooden Frame. Okay, eine Plattform. Kannst du ja bauen. Hab ich. Wollte ich dir gerade geben. Ne, bau das doch. Dann kannst du es auch zeigen. Eine Plattform und? Ein... Wooden Frame. Die Wooden Daraus. Die Wooden Frames, wie war das nochmal? Ach, wir können genau das auf. Plates, guck mal nach. Wooden Plates, Wooden Plates. Entschuldigung, ich klicke jetzt mal ins Menü von Steam, dann seht ihr jetzt hier hoffentlich das Menü von Steam. Und hier neben ist die Crafting Guide. So. Die öffnet sich nämlich jetzt hier im Steam Browser. Und ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich habe also jetzt hier so eine Übersicht mit Supply, Components, Barriers, Storage, Structures. Und wir wollen ja jetzt bauen. Wie heißt denn das Ding? Wooden Hole? Ja. Nee, doch, ja. So, dann Wooden Plattform habe ich schon und eine Wooden Frame. Und da müssen wir bei den Grundbausachen hier oben mal gucken. Wooden Frame ist 2 Wooden Plates. Okay. Wir gehen wieder hier rein. Wooden Plate. Und wir legen die hier rein. Ich baue mal eben ein paar Kisten. Ja. Dazu brauche ich auch nur wieder Frames, aber hab hier noch welche. Aber man muss hier, das tut noch nicht so richtig stapeln, wie ihr hier seht. Das muss man immer so ein bisschen kontrollieren, ob das richtig gestapelt ist. Oder ob irgendwo zum Beispiel wie dieses Brett hier die Sachen verstreut rumliegen. Da muss man das so ein bisschen mitsortieren. So, ich habe eine Wooden Plattform. Und ich habe einen Wooden Frame. Und dann gibt es einen Wooden Hole. So, das nehmen wir da raus. Und ich hoffe, das ist das, was ich wollte. So, nehmen wir hier Equip. Sieht ganz gut aus. Ich setze es dann hier über uns, ja? Ja, aber guck das, weil die Leiter muss, glaube ich, an der Wand. Ich bin mir nicht sicher. Das geht nicht, weil das Loch genau in der Mitte ist. Ach so, na dann, mach einfach. Ich glaube, das ist eher für... Nee, mach einfach. Ach, das ist so ein größeres? Warte, muss ich die Leiter trotzdem mal holen. Hier ist eine Kiste, daraus kannst du so eine 6-Slot-Kiste machen, wenn du willst. Ich weiß nämlich nicht, wie die gehen. Yep. Dann schauen wir uns das mal an. Wir gehen wieder ins Menü und zwar ist das Storage. Und zwar brauchen wir dafür, das war jetzt ein Wooden Crate, wir brauchen da noch 3 Wooden Cross dazu. Wooden Cross lassen sich ziemlich einfach bauen. Die waren hier unten, wo war es denn? Ach, jetzt habe ich keine dabei. Hast du noch Warte, hier? Ich bring dir welche mit. Ich habe noch 5 Stück und Sticks. Und die Leiter. Hier ist ein Nee, es ist gar kein Cross, das ist ein Support. Aber Support ist auch schon ganz gut. Hier ist ein Wooden Frame. Ich komme. Mal gucken, jetzt habe ich hier noch 2 Sticks. 2 Sticks könnte ich, glaube ich, auch noch umbearbeiten. Ja, aber daraus kriegst du keine Kreuze. Also es sind zu wenig. So, jetzt habe ich 2 Kreuze. Was hatte ich eben gesagt? 3 Stück brauchen wir. Ja, oder? Hier hast du noch ein paar. So. Jetzt habe ich diesen Crate irgendwo reingesetzt. Crate heißt einfach, ja, Kiste. Oh, doch, klappt. So, die legen wir hier rein und dann nehmen wir diese Wooden Cross. Können wir aufs Dach gehen. Die legen wir daneben hin und dann bekommen wir hier eine Wooden Chest.
Und die Wooden Chest, willst du die setzen? Weil das ist ja, es gibt ja, ich will mal gucken, vielleicht kann ich die öffnen. Irgendwie. Es gibt einen Nachteil bei den Wooden Chests im Gegensatz zu dem zu diesen Crates. Wenn man einen Wooden Chest setzt, die sieht nachher gebaut größer aus, jetzt ist sie ziemlich klein. Wenn man die aufbaut, dann kann nur der Spieler die öffnen, der sie hingesetzt hat. Ah ja, das sieht doch ganz gut aus. Kommt man auch gut hoch. Und wenn man runterfällt, tut nicht weh. Passiert nichts. Denn wenn ihr irgendwo runterfällt, bricht ihr euch schnell Beine. Das ist aber komischerweise gar nicht so schlimm. Man ist zwar langsamer unterwegs, aber so richtige Einschränkungen gibt es nicht. Wie ist das eigentlich mit dem Generator? Den musst du nur irgendwo hinstellen und alle Lampen außenrum funktionieren dann. Oder muss man irgendwie, ja, aber nur in einem bestimmten Umkreis. So, jetzt gucken wir mal, ob wir dem Lennox seine Chest öffnen können. Die ist rot. Ich hab mal aufs Dach ein bisschen Licht gemacht. Ich kann deine Kiste nicht öffnen, die ist rot. Ja, ich... Da muss man noch so ein Locker bauen. Der ist da ganz unten, also der letzte in der Reihe bei den Storage-Dingern. Dieser... So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, die Crafting Guide. Nee, in der Mitte ist der Metal Locker. Das ist, glaube ich, so eine Art Schließmechanismus für solche Kisten hier. Die stellt man dann irgendwie daneben. 3 Scrap Metal und ein Crate. Ja, Metal Locker ist ja eigentlich so ein Metallschrank, weißt du, so ein Schrank, wie man die in Umkleidekabinen kennt. Ich hoffe, dass ihr jetzt hier so ein bisschen sehen könnt, was ich jetzt auf dem Bildschirm sehe, diese ganzen Sachen, die man hier bauen kann. Und dann seht ihr, was man hier alles noch bauen kann. Es gibt also hier noch alles Mögliche, was man, Handlampen, Langbogen, Flaschen, Granaten, NATO-Magazin. Wäre auch cool, wenn man NATO-Munition bauen kann. Ja, ist ein bisschen schwer. Da müsste man noch Schießpulver und sonst was haben. Oh, ich habe schon mal 4 Pfeiler für oben. Wollen wir hier oben Fenster reinmachen? Ja. In die Wände dazu. Also wenn wir dann welche bauen. Ja. Wie klappt das denn mit den Fenstern? Da gibt's so Klappen. Aber die braucht man nur in der ersten Etage. Ach, Fenster gibt's ja eigentlich gar nicht. Das sind eigentlich nur Löcher in der Wand, gell? Nee, es gibt schon so eine Fensterwand. Das heißt dann Wooden Window. Ich glaube, das... Wie macht man denn? Ja, das ist dann so eine Fensterwand, ja. Wie macht man denn diese Pfeiler nochmal? Wooden Support und Wooden und Boards. Support war, glaube ich, hier Frame. Nee, das ist Foundation. Ich habe viel zu wenig Holz. Also ich muss nochmal Holz holen gehen. Also Sticks habe ich noch ein paar, aber es sind nur noch 6. Waren eh noch Holz. Ja. Übrigens, nachts kommen nicht zusätzliche Zombies zum Vorschein. Jedenfalls ist mir nicht aufgefallen, dass es zusätzliche gibt. Die spawnen halt Tag wie Nacht eigentlich in der gleichen Anzahl. Jeden gibt es noch eine Basis. Die Basis könnte man nochmal erforschen. Ja, ich komme gleich. Ich laufe schon mal hin und fähle unterwegs ein paar Bäumchen. Jetzt kann ich auch mal meinen Helm vorführen. Das ist nämlich der Minenhelm. Ihr seht, der ist ganz praktisch. Den habe ich gefunden. Kann man auch bauen. Und vorher musste ich meine Taschenlampe halten. Oder mir aussuchen, dass ich jetzt gerade mit der Axt arbeiten will. Und dann haben wir rausgefunden, man kann den auch craften. Und zwar müsst ihr einfach einen normalen Konstruktionshelm finden und eine Lampe. Ja. Und wenn ihr die zusammen craft, bekommt ihr hier so einen Minenhelm. Und dann könnt ihr, ohne dass ihr was in der Hand haltet, kommt ihr nicht. Jetzt habe ich so einen weißen Baum gefällt. Oh, ich bin wieder voll beladen. Das gibt's doch gar nicht. Ich
muss erst ausladen gehen. Hast du Wooden Supports in der Tasche? Nee. Na, sonst hättest du meins hier mitnehmen können, hätte ich das aufgesammelt hier. Ich gehe erstmal oben zur Basis und. Oder wollen wir die Sachen unten ins Lager schon legen, das ganze Holzzeug? Was meinst du? Ja, da musst du halt noch eine Kiste machen. Ne? Oder ich tue es alles in die, tue es auf den Boden, ich tue das dann rein. Okay. Hier sollte unser Fuhrpark übrigens stehen. Wir hatten schon super tolle Autos. Wir hatten schon ein Rolls-Auto und wir hatten schon ein Polizeiauto. Die haben wir aber beide alle schon. Also die Autos sind uns abhanden gekommen. Naja, so, sagen wir mal so. Den Krankenwagen hat er versenkt. Das sind ganz üble Gerüchte, die fast nicht wahr sind. Ja. Und das Polizeiauto habe ich irgendwo stehen lassen, weil ich keine Lust hatte, da wieder hinzugehen. Es gab ein Erdbeben. Ja. Und da ist die Brücke weggeschwenkt. Hier in der Kiste kannst du auch was rein, du, ne? Was du halt so hast. Hier ist noch ein Slot frei. Das Fell kann ich rausnehmen, das schmeiße ich ins Wasser. Ja, warte mal, wir haben noch nicht rausgefunden, was man damit alles machen kann. Nur Kleidung. So, dann laufen wir zur Basis, oder? Ja, warte, ich tue das noch eben weg. Ah, ich bin so doof. Hast du jetzt die Tür kaputt gehauen? Nein, die ist nur aufgegangen, aber ich habe halt was falsch gemacht. So, und da hinten seht ihr schon die Basis, zu der wir jetzt gehen wollen. Erstaunlicherweise verbraucht Holzfällen aber keine Energie. Doch, rechts, da geht's ein bisschen schneller. Brauchst du weniger Schläge? Nee, ich meine, man verliert nicht irgendwie. Also das Essen steigt nicht und der gelbe Blitz fällt nicht. Du läufst in die falsche Richtung. Was? Ja, du wolltest doch zur Basis da. Ja, ich bin auch am Baum fällen. Ich muss ja die Sachen einsammeln. Ach so. Ich bin auf dem Weg. Unterwegs sammle ich alles ein. Ich habe die Spitzhacke vergessen. Da hätte ich noch ein paar Steine abbauen können. Na, ich habe ja eine mit. Möchtest du die haben? Nö. Ich benutze lieber meine eigene. So. Ihr seht, man muss ziemlich viel hier fällen. Wie ist das jetzt eigentlich? Wachsen die Bäume nach? Oder muss man den Server neu wachsen starten? Wachsen nach, aber es dauert sehr lange. Liegt denn da? Dauert vielleicht in echt dauert das jetzt vielleicht 2 Stunden oder so. Oh. Oder länger, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das schon mal gesehen, dass die auf einmal wieder wachsen. Ich habe jetzt 2 Branches. Ui. Das war's gar nicht, du. Nee. Hört mal an den Geräuschen. Der macht etwas andere als ich. So, in dem Boot liegt leider nur Munition. Und eine Sandburg.
Da ist der Chefkoch, der wartet schon auf dich. Chefkoch sehe ich nicht, ich sehe nur den Bauarbeiter. Na, der hat auf mich gewartet. Aber weißt du was? Warte mal ganz kurz. Siehst du das? Was? Das ist das Folgenende. Wir müssen eine kleine Pause machen. Und oh, wie es in der Basis aussieht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin erstmal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.